Zu Frequent Traveler TV, heute wieder live für euch, aber voraufgezeichnet die frisch gepresste Sendung aus einer Lounge. Ihr könnt ja raten, von wo sie herkommt. Nachdem es gestern mit dem Ton Probleme gab oder beziehungsweise der Ton leiser war als sonst, habe ich jetzt das Ding vorm Gesicht, damit das auch ordentlich hier läuft. Ich weiß nicht, wie viel ihr von den Umgebungsgeräuschen mitbekommt, aber die frisch gepresste Sendung hat auch Themen. Ein Thema ist zum Beispiel 1 Pfund 747 bitte. Das kostet dann, ich muss gerade nachgucken, 11,99 Pfund, britische, genau. Dann haben wir einen Deal, so einen Deal mit den Freunden von Singapore Airlines in der Business Class von Frankfurt, New York nach Frankfurt in der Business Class ab 2.339 Euro. Man kann das kombinieren, sehr schön, wenn man halt einen Hin- und Rückflug bucht von Frankfurt und dann zurück. Aber ihr wisst ja, wie es geht. Dann die Lufthansa hat den höchsten Gewinn seit 2017. Ja, 2017 ist das Jahr, als Air Berlin den Sittich machte. Und die LSG hat quasi jetzt den neuen Eigentümer. Die Lufthansa hat den Verkauf der LSG eingestielt und eingetütet. Und dann haben wir noch ein bisschen für unsere Freunde von der World of Hyatt. Und zwar World of Hyatt ist ein bisschen merkwürdig. Die bieten jetzt Gutscheine an mit Statusnächten. Und die Frage ist, warum, erkläre ich euch auch. Aber an dieser Stelle denkt dran, den Kanal nicht nur zu abonnieren, sondern auch die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und dann natürlich auch zahlreich zu kommentieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wollen wir mit dem ersten Thema anfangen oder wie wollen wir das machen? Ich glaube, wir wollen mit dem neuen Thema anfangen. Das wollen wir doch machen. Und zwar halte ich für alle immer wieder die Zeit fest. Und das ist das Thema LSG. LSG ist ja die Lufthansa Skychef, aber die heißen jetzt anders. Die heißen ja jetzt Gategummi und das Ganze ist halt jetzt wirklich bei der Gategummi abgeschlossen worden, aber auch bei Aurelius, also der internationale Teil ist gemacht worden. Und das sind alles, was außereuropäische sind. Wie das mit dem Namen wird, weiß ich ehrlicherweise nicht. Das sind weltweit 131 Catering-Betriebe, die übernommen werden. Die Lufthansa wollte sich auf ihre Kernmarke das Fliegen konzentrieren. Finde ich spannend. Aber der Vollzug ist so, dass man die Strategie der Transformation des Konzerns wirklich massiv treibt. Und die Zahlen fürs dritte Quartal sind ja heute auch vorgelegt worden. Also das heißt, dass man dort happy ist. Aber sind wir auch happy, weil wir gepresst werden? Und hier sagt es Dr. Franz, wie Zitronen. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Und zwar ist das das Thema mit den Quartalsgewinnen. Die Lufthansa hat so viel Quartalsgewinn gemacht wie noch nie. Also zumindest seit 2017, seitdem die Air Berlin weg ist, muss man der Ehrlichkeit halber hier sagen. Und das ist so, dass das jetzt der zweitbeste Quartalbericht war, den die Lufthansa in ihrer Geschichte hatte. Es gab nur vor 6 Jahren einmal das, wo es besser war mit der Air Berlin, weil es halt keine anderen Fluggesellschaften gab, also Lufthansa Monopol. Und der Börsenwert ist um 7% gestiegen auf 7,36, also 7,36 Euro. Keine Empfehlung, ihr wisst ja, ich empfehle nichts zu kaufen. Und 8% auf 10,3 Milliarden ist der Quartalsumsatz gestiegen und das ist absolut krass und man hat wohl 1,2 Milliarden Euro verdient. Man kann jetzt böswillig sagen, hey, da hast du auch Penunzen, um die Allegris
auszurollen, schneller zu machen und vielleicht auch eine Lösung für die 747 im Upper Deck zu finden. Aber man muss natürlich auch wissen, dass andere Themen da sind, wie Kerosin, die an dem Gewinn zehren. Und natürlich dann die Triebwerksrückrufe. Und die Lufthansa Cargo hat auch Umsatzeinbußen, wo man dann sagen muss, das ist dann natürlich auch ein Problem. Man hat jetzt nur knapp 1 Million gemacht an Profit. Oder was Profit? Moment. Genau, Profit. Der operative Gewinn ist halt vorher von 331 Millionen gewesen. Also das heißt, man sieht, das geht da richtig knallhart zur Sache. Also kann man sagen, bei der Lufthansa geht's gut. Die Frage ist allerdings, ob wir damit auch happy sind, dass man permanent halt so viel zahlen muss für die Flüge. Das ist halt die andere Seite der Geschichte. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an und gucken mal, wie die Preise sich entwickeln, weil ja viele auch Angst haben, dass die Preise, die Ticketpreise wieder runtergehen, wenn die Nachfrage nachlässt bzw. Angebot zu viel wird und die Nachfrage nicht so steigt, wie das Angebot steigt, wenn es irgendwann mal mehr Angebot gibt. Also ein, wie heißt es bei uns, Volkswirtschaft? Bei uns der Nachfrageüberhang in einen Angebotsüberhang geht. So ist der Fachbegriff. Jetzt etwas, und das muss ich natürlich sagen und zugestehen, das ist etwas flapsig formuliert, dass man sagt, 1 Pfund 747 bitte, um ganz genau zu sein, 1 Pfund Boeing 747-400 bitte. Das stimmt nicht so ganz für 11,99 das Pfund. Es ist so, dass die British Airways ja 2020 die 747-400 ausgemustert hat, also alle, und hat dann einige so irgendwie vercheckt oder als Event gelocated und so weiter gemacht. Das hat aber dann nicht funktioniert. Und das Flugzeug mit der Kennung Golf Bravo Yankee Golf Charlie, das ist die BOAC, British Overland Air. Ihr könnt schreiben, schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt die Flugzeuge verschrottet und dieses Modell soll dann quasi, weil es halt in der Jubiläumslackierung ist, verkauft werden, also Teile daraus. Fenster gibt es keine mehr. Wer Fenstersegmente haben wollte, ist zu spät. Aber 300 Objekte können man kaufen und es fängt dann an mit einem Stück 11,99, was irgendwo so bummelig 13,70 Euro sein müssten. Und da ist die Platzanzeigetafel aus der Economy Class zum Beispiel. Oder man kann sich einen Sicherheitsspiegel und die Notfalltaschenlampe nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber kommt jetzt nicht auf den Pfund, ich weiß vom Gewicht her, aber wer das haben möchte, kann es halt kaufen. Wichtig ist auch, dass man ein Blech von 3 Fenster kaufen kann. Das sind Einzelfenster, die verkauft worden sind, die ausverkauft sind. Die sind 799 Pfund. Und das Einzelfenster, was halt mit 2,49 da war, ihr merkt schon, kaufst du 3 Fenster, hättest du 3 Einzelfenster kaufen müssen mit Rabatt. Die sind aber alle weg. Und dazu die Frage des Tages, wie findet ihr solche Teile? Kann man die im Flugzeug, die Flugzeugteile zu Hause hinhängen oder nicht? Ich selber hatte mal überlegt, sowas hinzuhängen, aber die Taschenlampe und so ein Quatsch, das nicht. Aber so ein Teil von der Außenwand finde ich schon cool mit Fenstern. Und wenn man das ordentlich macht, die Lufthansa hatte ja in dem Miles & More Shop da oder World Shop, wie es heißt, schöne Sachen gemacht. Also das finde ich schon interessant, wenn man ehrlich ist. Das muss man wirklich sagen. Ihr könnt da unten schreiben, was ihr davon haltet. World of Hyatt. Davon halte ich sehr viel. World of Hyatt verwirrt uns natürlich immer wieder mit einigen Aktionen. Und eine Aktion, die jetzt gebracht haben, ist, dass man Gutscheine kaufen kann in einem Wert von $1,000. Fängt aber an irgendwie ab 300, kriegt man nämlich die Statusnächte dazu. Würde also heißen im Umkehrschluss, wenn man den maximalen Wert von $1,000 kauft und dann nochmal maximal 10 Stück davon, was $10,000 sind, dann kann man dafür halt pro die 300 die Freinächte bekommen, die Statusnächte bekommen. Und wenn man jetzt mit der Kreditkarte bezahlt, gibt es die nicht. Die Punkte von der Kreditkarte, den Vierfachfaktor, den man bekommt. Aber es ist halt eine interessante Sache. Und jetzt fragt man, warum Mr. und Mrs. Smith nur? Und man kann es nur auf der Seite buchen. Mein Verdacht ist, dass bei denen halt irgendwie diese Integration noch nicht so ganz funktioniert und dass man damit den Kauf
dort incentivieren will, dass die Leute, die bei Mr. und Mrs. Smith übernachten, einfach sich einen Gutschein kaufen und den dann einlösen, weil sie aber dafür im Umkehrschluss dann keine Gutschrift bekommen. Also wenn wir das jetzt machen, das ist so meine Interpretation davon, dass man das machen kann. Wer da übernachten möchte. Ich selber habe bei IHG, als sie da waren, nie übernachtet. Ehrlicherweise, ich fand sie immer toll, fand auch diese Geschichte, was sie gemacht haben, relativ cool. Aber ich bin mal gespannt, wie es bei Hyatt wird. Wer die also kaufen will, kann den US-Dollar wert kaufen und kann da dann auch wirklich die Statusnächte sammeln. Aber es ist halt so, es gibt keine Statusnächte, wenn man die verbrennt. Von der Gültigkeit her sind die auch limitiert. Jetzt haben wir was Limitiertes, und zwar auch hier das Thema von euch mit dem Dealsohn. Und ich muss einmal noch die Zeit eintippen, damit die Leute, die nachschauen, so wie ihr, direkt da hingehen kann, 10:32. Und da habe ich für euch den Deal, und zwar ist der Deal mit der Singapore Airlines in der Buchungsklasse D. Von den Fristen her gibt es Samstag auf Sonntag die Nacht. Das Ticket muss 90 Tage vor Abflug gekauft werden und 12 Monate Maximalaufenthalt. Und ihr wollt jetzt wissen, von wo nach wo? Natürlich von New York JFK nach Frankfurt. Und wenn man das Ding reissuen will, kostet es $250. Und wenn man es nicht fliegen kann, also No-Show macht, dann kostet es alles, weil man kriegt das Geld nicht zurück. Ihr wollt jetzt natürlich auch nochmal den Preis von mir wissen, den gebe ich euch natürlich auch nochmal. 2.339 Pfund, wollte ich schon sagen, Dollar angefangen. Also ganz, ganz interessant. Ich gebe euch natürlich auch hier wieder alle Daten und Fakten. Hier seht ihr das, die Entfernung. Da gehen wir das nochmal ein bisschen hier ins Minus ein, damit ihr es besser seht. 3.856 Meilen hin und zurück, 7.713 Meilen. Dann wollt ihr wissen, wie viele Meilen kriegt ihr als Gutschrift. Das ist wichtig gewesen und deshalb habe ich mir hier rüber kopiert. Frankfurt, also JFK Frankfurt hin und zurück, Buchungsklasse D, gibt mir Air Canada 15.474 und dann 9.616 bei allen vielen anderen. Nur Virgin, Copa, United, Miles & More und JetBlue geben 7.692 und Air Zealand 0. Aber dadurch, dass ihr ja 90 Tage Vorausbuchungsfrist habt, wisst ihr ja selber, ist im neuen Jahr mit dem neuen System. Heißt also im Prinzip, dass man die Meilen bekommt, aber es gibt dann halt die Zonen und das wäre dann halt in der Business Class 200, wenn ich das so richtig interpretiere, also 400 hin und zurück. Ihr könnt ja mal schauen und gucken. Und denkt dran, und deshalb gucken wir uns das Ganze jetzt auch nochmal hübsch hier an, die Frage des Tages. Wollt ihr auch so einen Teil von einem Flugzeug haben? Wollt ihr euch sowas dahin hängen? Oder wie seht ihr das? Eher als TÜNEF, wie man so schön sagt. Ist das Kitsch oder braucht das keinen? An dieser Stelle, wie immer, ihr wisst ja, was kommt. Es kommt immer wieder die Aufforderung, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren. Und ich werde dann auch antworten. Morgen haben wir München Stammtisch, ich freue mich drauf. Da wird es vielleicht was geben. Ein T-Shirt vielleicht, ich weiß noch nicht, mal gucken, was es gibt. Also, ich danke euch und für euch wie immer der Abspann. Und denkt dran, schreibt einfach hin, welcher Flughafen das hier war. Also, bis dann, ciao. Also, Abspann.